Herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, und auch von mir ein herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Club 700. Man kann sich stundenlang mit der besten Freundin unterhalten. Verliebte Paare reden sogar ganze Nächte durch. Ja, und wie ist das mit Gott? Reden mit Gott, beten, für viele Menschen ist dies eine große Bereicherung. Man kann sich im Gebet so manches von der Seele reden und Kraft schöpfen. Anderen wiederum fällt schwer zu beten, weil sie davon wenig erwarten. Beten, was soll mir das eigentlich bringen? Heute ist das unser Thema. Rex Williman trieb 20 Stunden schiffbrüchig im Wasser. Für ihn war Beten nicht nur eine Option. Reden mit Gott, das erscheint für Außenstehende wie mit sich selbst oder gegen die Decke sprechen. Unser CBN-Kollege Scott Ross war auf der Straße unterwegs und hat Passanten gefragt, was sie unter Gebet verstehen. Beten ist Reden mit unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Beten Sie? Ja. Wirklich? Ja. Was ist Gebet? Gebet ist zu Gott beten, Glauben zu haben und Heilung für die Seele zu finden. Betest du? Ja. Wirklich? Ja. Wofür betest du? Für deine Zukunft, dein Leben, was du mal werden willst? Ich möchte Geigerin werden. Ich bin nicht sicher, ob ich es unbedingt Gott nennen würde. Wenn Sie beten, zu wem beten Sie? Eine höhere Macht. Wofür betest du? Ich bete für Kranke, für meine Familie und dann danke ich Jesus für die Dinge, die er uns gegeben hat. Dafür beten, dass Justin Bieber dich heiratet? Ja, und mich. Dann hätte er ja zwei Frauen. Wie soll das denn gehen? Dann teilen wir ihn eben. Teilen? Das ist furchtbar. Zu wem betest du? Gott. Gott? Ja. Wer ist Gott? Der Mann da oben. Der Mann da oben? Wir danken Gott, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Wir danken ihm für alles, was er für uns getan hat, für all seinen täglichen Segen. Betest du? Yes. Wofür betest du? Ich bete für ein gutes Leben und ich danke für meine Familie, dass es uns gut geht. Du glaubst an Heilung? Mhm. Wer hat dir das beigebracht? Meine Eltern und ja, die Kirche. Gab es Heilung, wenn du für Menschen gebetet hast? Ja. Yeah. Welche aktuelle Gebetserhörung könntest du uns erzählen? Wir haben für meinen Mann gebetet und jetzt hat er den neuen Job. Hat er jemals Nein gesagt? Manchmal. Was tust du, wenn er Nein sagt? Dann muss es warten. Ihr betet alle? Ja, ich gehe auf eine Privatschule. Du gehst auf eine Privatschule und deshalb betest du? Nein, weil ich an Gott glaube. Wofür betest du? Für meine Familie. Du betest für deine Familie, Mama und Papa? Und für deine Schwester auch? Ja. Dass sie dich lieb hat und nicht verhaut? Ja. Was meinst du? Ja. Ich lach mich schlapp. Ich bete, dass Justin Bieber mich heiratet. Da musste ich echt lachen. Das ist doch dieses Popsternchen, das auch hier in Deutschland so ganz gut ankommt. Ja, ganz genau. Alle finden ihn toll, die ganzen Teenies. Man muss einfach die richtigen Prioritäten und Inhalte haben beim Gebet, dann klappt das schon. Ja, was ist für dich denn eigentlich Gebet, Andi? Also, an sich habe ich jahrelang das sehr intensiv auch gepflegt, im Sinne von auch Pflichterfüllung natürlich. Also es war so ein bisschen beides. Die Last, aber auch natürlich die gute Gewohnheit. Inzwischen ist mir irgendwo wichtig, dass ich einen ganz natürlichen Umgang damit habe. Dass ich Gebet dafür nutze, Gott wirklich mit einzubeziehen in meine alltägliche Situation, in meine Not. Ja. Dass ich einfach wirklich mich auch öffne, sage, Gott, hey, du hast gute Gedanken für mein Leben. Ich möchte sie hören. Ich will sie wissen. Da geht es mir ganz ähnlich, muss ich sagen. Ich versuche auch mir so das ein bisschen, das mit reinzunehmen in meinen Alltag, auch so ein bisschen so Ein-Atem-Gebete zu sprechen, sage ich mal. Was ist das denn? Ja, habe ich jetzt neu gelernt vor kurzem. Ja. Nee, aber die Gebete, die man so mit einem Atemzug sprechen kann. Ah ja, so, verstehe. Ein Beispiel irgendwie so, Jesus, hilf mir heute. Mhm. Also weißt du so, und das so in deinen Alltag mit reinzunehmen und dann wird das Ganze irgendwie praktisch. Also dann hast du Gott bei dir dabei irgendwie. Du meinst, dass es nicht um so lange Monologe geht, sondern irgendwie einfach Gott mit einzubeziehen. Ja, das finde ich schön. Was machen Sie, wenn Sie beten? Was ist für Sie Gebet? Würde uns wirklich interessieren. Und Sie können da mit uns diskutieren auf club700.tv/beten. Als Arzt hilft Martin Wirth anderen Menschen durch gesundheitliche Krisen hindurch.
Doch dann wird er selbst von einem auf den anderen Tag zum Notfallpatienten. Sein Leben hängt am seidenen Faden. Ihm und seiner Frau kommt die sprichwörtliche Erkenntnis, da hilft nur Beten. Martin Wirth gilt in seinem Bekanntenkreis als sehr aktiv und lebensfroh. Dass er als Arzt so plötzlich mit dem Tod konfrontiert werden könnte, hätte er früher nie für möglich gehalten. Doch eines Tages spürt er heftige Kopfschmerzen, sodass er sich entschließt, die Notfallstation des nächsten Krankenhauses aufzusuchen. Als ich mit meiner Frau in die Notfallstation hineinwankte, sagte ich zum Notfallpersonal, ich habe eine Subarachnoidalblutung, könnt ihr mir schnell ein CT machen? Und die haben etwas gelächelt und gesagt, ja, nur mal ruhig, jetzt legen Sie mal ab. Die haben das natürlich nicht geglaubt. Und dann begann ich zu erbrechen wie ein Weltmeister. Als sich sein Zustand verschlechtert, leitet der Notfallarzt eine CT, eine Computertomographie, ein. Dann machten sie das CT und es hieß, es sei eine schwere Blutung. Der Notfallarzt teilt Martins Ehefrau die niederschmetternde Diagnose mit. Der Neurochirurg später sagte zu meiner Frau, 20% Überlebenschance hätte ich. Ich wusste schon, dass es ernst war. Ich mag mich noch erinnern, dass meine Frau an der Liege stand und ich sagte zu ihr, bitte bete, dass ich sterben kann. Dann habe ich gesehen, wie sie erschrak. Und dann habe ich gesagt, oder ganz gesund werde. Da habe ich auch dann zum ersten Mal wirklich gebetet und ja, da hatte ich schon Angst. Und meine Frau stand dann in einem riesigen Konflikt, weil sie musste das Einverständnis geben, die Unterschrift zur Operation. Da musste ich zu dem Professor gehen und der hat mir gesagt, wir müssen den Mann operieren, das geht sonst nicht, sonst stirbt er. Und, aber wenn wir operieren, dann ist das auch schlimm, es ist eine komplizierte Operation, die geht nicht so schnell. Die Chancen sind nur 20%, dass er das überhaupt überlebt. Und wenn er es überlebt, kann es auch viele Dinge geben, die dann nicht mehr stimmen. Er könnte gelähmt sein, er könnte nicht mehr sprechen können. Es war einfach mein Wunsch, nicht behindert zu werden. Ich bin so vom Typ her sehr aktiv. Und das wäre für mich die schlimmste Vorstellung, einfach ans Bett gebunden zu sein oder passiv sein müssen. Ich habe wirklich auch das Gott anbefohlen und gewusst, wenn das der Wunsch ist von meinem Mann, wird Gott das richtig machen. In dieser schwierigen Situation trifft seine Frau eine folgenschwere Entscheidung und stimmt einer Operation zu, deren Ausgang sie nicht kennt. Als ich im Spital war und mir so bewusst wurde, jetzt könnte ich sterben, da war ich sehr froh, dass ich den Glauben an Jesus hatte. Weil ich wusste, dass ich, wenn ich sterben würde, zu ihm käme. Während Martin noch auf die OP wartet, betet seine Frau zu Hause mit den beiden Kindern intensiv für ihn. Ich habe mit den Kindern zusammen, sind wir zusammen gesessen und wir haben gebetet und wir haben auch gesungen, wir haben Worship gemacht. Wir wissen auch, dass einfach Gott auch hört, wenn wir ihn loben und preisen. Gleichzeitig wendet sie sich an Freunde und Bekannte mit der Bitte um Gebet. Während der OP haben schon viele Leute für ihn gebetet. Das hat dann sehr große Kreise gezogen, weil wir sind sehr integriert in einer christlichen Gemeinde. Und das ging dann wirklich bis nach Afrika, haben Leute gebetet. Wir haben nur gestaunt, wie viele Leute da für ihn eingestanden sind. Und das hat mich auch sehr beruhigt. Als ich dann erwacht bin nach der Operation, da kümmerte ich mich natürlich vor allem um meine Schläuche. Und das erste Positive, das ich erlebte, war, dass meine Frau sagte, weißt du, dass sehr, sehr viele Leute für dich beten. Die beten für dich, die beten für dich. Und dann habe ich gewusst, Gott lässt mich nicht fallen. Ich darf weiter auf ihn vertrauen, er bringt mich irgendwie durch. Die Operation verläuft erfolgreich. Doch damit ist noch nicht alles vorbei. Während Tagen war es sehr ungewiss. Ich war so tief unten und mein Leben hing buchstäblich an einem Faden. Ich glaube einfach, Jesus hat da ein Wunder getan an mir.
Meine Frau, als sie zu Besuch kam, hat jede Bewegung, die ich machen konnte, registriert und gesagt, jetzt kann er den rechten Fuß bewegen, jetzt kann er die linke Hand bewegen. Es sind vorerst kleine Fortschritte, die Martin macht. Und doch erlebt seine Familie gerade jetzt Gottes Fürsorge und Hilfe ganz besonders. Ich habe irgendwie gemerkt, ich habe gewusst, Gott ist mit mir und Jesus ist da und ich fühlte mich getragen. Sie hat, glaube ich, Gott noch intensiver erlebt als ich zu Hause. Vor allem in diesen ungewissen Tagen hat sie Gott auf eine Art und Weise erlebt, wie sie es nie mehr vorher, nie mehr nachher erlebt hat. Und wir konnten nachher beide sagen, es wäre schade, wenn das nicht stattgefunden hätte. Martin Wirth erholte sich damals um einiges schneller als erwartet. Die Ärzte staunten über seine rasche Genesung. Und schon einen Monat nach der Operation wurde er entlassen. Was auch ganz wunderbar war für mich, sie haben mir ein halbes Jahr Kopfschmerzen vorausgesagt. Und ich hatte seit Weihnachten keine Kopfschmerzen mehr. Mitte Januar, das heißt 2 Monate nach dem Ereignis, habe ich mit Sport wieder begonnen. Ich habe einfach noch etwas aufgepasst. Und Anfang Februar habe ich wieder voll gearbeitet. Man wird als Arzt natürlich auch konfrontiert mit unerwarteten Verläufen. Man kann noch so sorgfältig abklären und Diagnose stellen und plötzlich gibt es Überraschungen. Man wird mit dem Tod konfrontiert, mit all diesen Fragen, die damit auftreten. Und da spielt natürlich der Glaube eine große Rolle. Ich bin so froh, wusste ich in dieser Zeit, als ich vor dem Tod stand eigentlich, dass ich gerettet bin für die Ewigkeit. Und das ist auch der Grund, warum ich einmal mich entschieden habe für ein Leben mit Jesus. Ich wollte wissen, wo ich hinkomme in der Ewigkeit, wenn ich einmal sterben würde. Und ich genieße aber auch die tägliche Gemeinschaft mit ihm, seine Führungen. Ich weiß gar nicht, wie die anderen das machen, im Umgang mit Sterbenden oder Schwerkranken. Ich bin doch froh, dass ich auch Hoffnung vermitteln kann. Mit Martin und seiner Frau zu sprechen beim Interview, das war wirklich faszinierend, auch für mich persönlich sehr bereichernd, weil die beiden so ein tiefes Vertrauen zu Gott haben und die merkten, beten bringt's. Der Andreas hat sich dazu noch weitere Gedanken gemacht. Wenn wir über das Thema Gebet sprechen, ist der SOS-Notrufknopf eins der Bilder, die uns vermutlich zuerst in den Sinn kommen. Denn Not lehrt beten, sagt das Sprichwort. Wenn wir am Ende sind, nicht mehr weiter wissen, dann erst setzen wir einen Notruf ab und funken ein SOS an Gott. Und dann warten und hoffen wir. Wird er mir helfen? Verändert er meine Situation und rettet mich? Sehr oft berichten Menschen dann davon, dass Gott tatsächlich eingreift und erfahrbar wird. Aber Gott ist kein Notfallknopf, kein Automat, bei dem auf Knopfdruck unten eine Gebetserhörung rausspringt, wenn man oben ein Gebet einwirft. So wie wenn man sich im Vorbeigehen eine Flasche Wasser aus dem Automaten holt, weil man gerade Durst hat. Nein. Gott ist eine Person. Um es banal auszudrücken, Gott mag uns und er möchte gerne ein Teil unseres Lebens sein. Ein ständiger Begleiter, jemand zum Reden, unser bester Freund. Und klar kann ich mich dann auch an ihn wenden, wenn akut Not am Mann ist, sehr gern sogar. Gebet ist allerdings etwas Grundsätzlicheres. Der norwegische Theologe Ole Hallesby drückte es so aus. Gebet ist das Atemholen der Seele. Er vergleicht damit den Austausch, das Reden mit Gott, mit dem lebenswichtigen Atemvorgang. Ein wirklicher Austausch für unser Denken und Herz. Schlechtes wird ausgeatmet und wir nehmen dafür das Gute von Gott in uns auf. Und Sie wissen ja, was passiert, wenn uns der Sauerstoff fehlt. Deshalb bringt Beten mehr, als uns oft bewusst ist. Gern können wir auch gerade jetzt beten, wenn Sie mögen.
Lieber himmlischer Vater, ich glaube, wir verstehen zu wenig, dass du wirklich täglich bei uns bist. Natürlich bist du auch ein ausgezeichneter Nothaken, aber das entspricht nicht dem, wie du dir Beziehung mit uns vorstellst. Herr, ich bitte dich, dass du uns heute neu zeigst, wie wir mit dir reden und eine schöne und auf Gegenseitigkeit beruhende Beziehung mit dir pflegen können. Amen. Falls Sie noch persönlich mit jemandem beten möchten, unser Gebetsteam steht Ihnen jetzt zur Verfügung. Die Rufnummern für Österreich und die Schweiz lauten 0800 0700 08 und für Deutschland wählen Sie bitte 0800 2582 700. Der Service ist für Sie kostenfrei. Club 700, Gebetshotline. Schönen guten Morgen. Sie sprechen mit Nana. Was kann ich für Sie tun? Also Gebet ist schon immer meine Leidenschaft gewesen. Das hat sich recht früh entwickelt durch eigene Krisen. Dass ich immer wieder an meine Grenzen gekommen bin in meinem Leben und gemerkt habe, ich habe da keine Lösung für. Dann spürte, dass ich, die ich keine Lösung sehe, aber Gott Lösungen hat, dass ich gelernt habe, sozusagen mein Herz vor ihm auszuschütten und ihn zu bitten, dass er diese Krisen verwandelt. Er kann nämlich aus Mist pures Gold machen. Ja, Gebet ist in erster Linie eine Beziehung aufbauen zu Gott. Nämlich nicht nur ihm das zu sagen, was ich mir wünsche, sondern auch zuzuhören, was er vielleicht in meinem Leben sich wünscht. Also Gebet ist so zwei, ist ein Dialog, kein Monolog. Schnelle Lösungen sind nicht unbedingt das A und O, sondern Gott macht ja auch was mit unseren Herzen, gerade wenn wir in Krisenzeiten sind. Aber dass Gott ein persönlicher Gott ist, darum geht es mir eigentlich. Das würde ich gerne vermitteln in der Hotline. Ja. Dass er kein weiter entfernter Gott ist, sondern er liebt es, uns nahe zu sein. Ja. Es sollte ein netter, kleiner Tagesausflug werden. Rex Williman und ein paar Verwandte stechen in See, um weiter draußen zu angeln. Als der Motor aber zu stocken beginnt und zusehends Wasser ins Boot eindringt, da ahnt Rex, das nimmt ein schlimmes Ende. Doch nicht nur Rex denkt ans Beten. Etwas stimmt nicht. Sie müssten schon da sein. Mutter sagte, nein, sie wollten angeln, bis es dunkel wird. Nein, Rex hat gesagt, er ist um 6 wieder da. Keisha Willimon war besorgt. Ihr Mann Rex war mit 6 anderen Familienmitgliedern früh losgefahren, um auf dem Meer vor Charleston zu fischen. Jetzt war es schon spät. Sie waren noch nicht wieder da. Denn vor 12 Stunden waren sie in Seenot geraten. Soviel ich weiß, ist ein Aggregat ausgefallen. Und dann ging der Motor aus. Ich versuchte, ihn wieder zu starten. Klack, klack, klack. Doch dann ging der Wasseralarm los. Das Erste, was ich sagte, war, jetzt lasst uns lieber anfangen zu beten. Wenn erst mal Wasser in den Maschinenraum eindringt, dann kann man es nicht mehr aufhalten. Rex setzte einen Notruf ab. Nur Minuten später begann das Boot zu sinken, 20 Meilen vom Ufer entfernt. Das Einzige, was noch aus dem Wasser ragte, war der Bug, an dem sich die Männer und die 3 Jungen festhielten. Sie kämpften mit den Elementen und waren erschöpft vom Schwimmen. Denn zweimal wurden sie mit der Strömung vom Boot weggetrieben. Es war heiß. Die Sonne brannte uns auf den Kopf. Das Wasser war kalt. Man dehydriert. Und Quallen stechen dich. Und natürlich die ganze Zeit schwimmen. Das bringt dich fast um, vor allem beim Boot zu bleiben. Inzwischen hatte die Küstenwache die Suche aufgenommen. Aber der Notruf von Rex war nicht vollständig angekommen. Sie suchten das Boot 2 Meilen vor der Küste, 18 Meilen vom tatsächlichen Unfallort entfernt. Weil sie keine Spur von Rex und den anderen fanden, brachen sie die Suche ab.
Als es völlig dunkel geworden war, drohten der Gruppe noch weitere Gefahren. Dann wurde mir klar, dass wir die Nacht hier draußen verbringen mussten. Ich konnte die Haie fühlen. Entweder trat ich gegen sie oder sie berührten mich. Rex und sein Schwager sahen die Haie, aber sie sagten es den anderen nicht. Gott sei Dank blieben die Haie nicht lange. Zu Hause rief meine Frau Kiesa die Küstenwache an. Sie sagten, sie hätten den Notruf empfangen, aber nichts gefunden. Sie baten sie, zum Hafen zu gehen, um zu sehen, ob das Boot noch da lag. Als sie den leeren Anleger sah, meldete sie es der Küstenwache. Dann nahm sie ihre Bibel und fing an zu lesen und zu beten. Ich war gerade bei Jakobus 1,6. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Mir war, als würde Gott zu mir sagen, setze deinen Glauben in mich und ich bringe dich durch alles hindurch. Mit weiteren Informationen von Kiesa nahm die Küstenwache die Suche wieder auf. Die Zeit wurde knapp. Die Temperaturen waren gefallen, es drohte Unterkühlung. Es war so kalt im Wasser. Wir zitterten und unsere Zähne klapperten die ganze Zeit. Dann schlangen wir, unsere Beine ineinander und versuchten uns gegenseitig zu wärmen. Aber wir froren furchtbar. Freunde und Familie beteten. Auch die Schiffbrüchigen beteten, als sie sahen, wie die Hubschrauber der Küstenwache die dunklen Fluten absuchten. Die Frauen zu Hause wussten auf einmal, dass ihre Gebete erhört waren. Mutter sagte, wir machen uns jetzt besser fertig. Sie kommen bald. Dann, kurz vor Sonnenaufgang, erfasste sie ein Scheinwerfer. Nach 20 Stunden im Meer wurden alle gerettet. Als sie uns im Scheinwerfer hatten, da war das wie Weihnachten. Alle kamen ins Krankenhaus, wo sie gegen Dehydrierung, Unterkühlung und Sonnenbrand behandelt wurden. Kürzlich kam die Familie wieder zusammen, um sich an die Geschehnisse dieses Wochenendes zu erinnern. Ein Geheimnis bleibt: Wie konnte das 12-Meter-Boot in 22 Meter tiefem Wasser über 20 Stunden lang oben treiben? Ein Engel muss im Heck gesessen sein und es hochgedrückt haben. In dem Augenblick, wo die Taue befestigt wurden, um das Boot zu bergen, begann es zu sinken. Er blieb genau so lange drin sitzen, wie Gott benötigte, um uns zu retten. Wie zermürbend muss es sein, das eigene Kind leiden zu sehen und nichts machen zu können. Die Eltern der kleinen Maria mussten das monatelang aushalten. Sie hatten kein Geld für einen operativen Eingriff, der ihrer Tochter geholfen hätte. Schließlich bestürmen sie den Himmel. Sri und ihr Mann Freddy leiten seit 10 Jahren ein kleines christliches Kinderheim. Eines Tages kam die kleine Maria zu ihnen. Sie eroberte ihr Herz im Sturm. So adoptierten sie das Mädchen. Maria ist fröhlich und freundlich. Und sie ist sehr süß zu uns. Vor etwa 2 Jahren fingen bei Maria die Unterleibsschmerzen an. Sie kamen von einem Leistenbruch. Wenn es größer wird, tut es weh. Marias Vater arbeitet als Lieferfahrer. Das magere Gehalt reicht gerade so für die Waisen und seine Familie. Wir wussten, dass die Operation teuer ist. Nahrung hatte eine höhere Priorität. Monatelang hatte Maria Schmerzen. So stark, dass sie nicht mehr laufen oder mit den anderen Kindern spielen konnte. Mein Mann und ich beteten für Marias Heilung oder dass ihr jemand helfen würde. Eines Tages erfuhr das Paar von CBNs kostenfreien Operationen für Kinder wie Maria. Sie meldeten sie an und der Chirurg nähte die Bauchwand. Wir besuchten sie einige Monate später.
Maria war schmerzfrei und half ihrer Mutter mit den Kleinen im Waisenheim. Mein Traum ist, Lehrerin zu werden. Vielen Dank, CBN. Gott segne euch alle. Ach, was für ein süßes kleines Mädchen, Maria. Auch. Und natürlich aber sehr dramatisch für die Eltern. Ich meine, die mussten entscheiden, kriegen wir was zu essen auf den Tisch oder machen wir die OP? Und das eigentlich hat richtig an den Nerven. Ja, und es ist ja keine Entscheidung. Natürlich guckst du erst mal, dass die Kinder was zu essen haben, klar. Und ist ja auch klar, ich selbst Christen sind von solchen Notsituationen nicht verschont. Ja. Umso mehr freut mich natürlich, dass hier das Gebet erhört wurde. Ja. Und Hilfe kam, und das ist toll. Ganz genau. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie uns helfen möchten, dass wir anderen Menschen helfen können, dann tun Sie das gerne. Sie finden alle nötigen Infos dazu auf unserer Webseite club700.tv. Falls Sie noch persönlich mit jemandem beten möchten, unser Gebetsteam steht Ihnen jetzt zur Verfügung. Die Rufnummern für Österreich und die Schweiz lauten 0800 0700 08. Und für Deutschland wählen Sie bitte 0800 2582 700. Der Service ist für Sie kostenfrei. Und damit kommen wir auch zum Ende unserer heutigen Sendung. Und ich freue mich, dass Sie mit dabei waren. Ich hoffe, wir konnten Sie so ein bisschen mit hineinnehmen ins Thema Gebet und auch zeigen, dass Gott darin zu uns spricht. Ja, und passend zum Thema natürlich können Sie auch heute wieder die Gebetshotline nutzen. Rufen Sie gerne an, wir freuen uns drauf. Ich sage deshalb tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, Gottes Segen für Sie. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Partner von Club 700 werden können, alle Infos dazu finden Sie im Internet auf unserer Webseite. Wir freuen uns über jede Unterstützung, damit noch möglichst viele Menschen davon erfahren, dass Gott real ist und ihr Leben erneuern möchte. Ganz herzlichen Dank schon im Voraus dafür. Übrigens, damit Sie bei Club 700 immer auf dem Laufenden bleiben, einfach unsere wöchentlichen Programm-News per E-Mail anfordern. Und wer lieber etwas in der Hand haben möchte, kann sich gerne unseren Freundesbrief bestellen. Beide Angebote sind natürlich kostenfrei. Also rufen Sie an oder klicken Sie auf club700.tv.